Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Thief the Black Parade. Wie ihr sehen könnt, wir haben das Arcane Sanctum abgeschlossen. Wir sind bei den Zauberern wieder rausgekommen. Und die haben jetzt echt am Ende nochmal alles auf mich gehetzt, was sie hatten. War schon spannend. Auf alle Fälle geht's jetzt ins letzte Level dieses Spiels. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber schauen wir mal. Fortfahren. It's funny, I always saw myself elsewhere by the time my life would come to an end. I guess it's time to make things right while I can. Azaran has started a ritual of some kind. I can feel it in my bones. I don't have much time left. I need to use the artifacts on that statuette. They should, hopefully, deflect the spell and put an end to this madness. I have no idea if this will even work. But I don't want to waste the last hours I have doing nothing. My strength is falling away as fast as those hammer gears turn. But I am determined to see this through. Let's go. Okay, also Punkt 1. Ich habe immer für mich selber, ich weiß nicht, ob es von den Entwicklern auch so vorgesehen ist, aber für mich gibt es immer drei Schwierigkeiten, die ein Level haben kann. Das Hütersymbol für leicht, das Hamaritensymbol für mittel und das Heidensymbol für schwer. Nach der Einstufung ist dieses Level leicht. Gucken wir mal. Das Level heißt, so wie das Spiel, The Black Parade. This is it. If the treacherous keepers can be trusted in their translation of Abaptir's tablets, you hope that the three mage artifacts you possess will sewer your accursed brand. Use them on the statuette. Also, Punkt 1, wir kehren in dieses verfluchte Gebäude zurück. Wahrscheinlich stehen alle Zombies wieder. Und alles, was wir irgendwie niedergeschlagen haben, wir sehen wieder Geister und alles. Im Grunde wird alles auf uns gehetzt. Das wird, Punkt 2. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, dass wir einfach bloß diese drei Artefakte an dieser Statue verwenden werden. Also da steckt mehr dahinter. Garantiert. Wird lustig. Fortfahren. Ja, also ich übersetze nochmal. Das ist es. Also hier sind wir nun. Wenn diesen Hütern getraut werden kann, in ihren Übersetzungen der von Abaptias Tafeln, dann hoffst du, dass die drei magischen Artefakte, die du besitzt, dieses verfluchte Mal von dir nehmen werden. Benutze sie an dieser Statuette. So, ich habe sehr viel Geld. Ich weiß, es wird Zombies geben. Kann ich mir nicht mehr leisten. Ich habe zwei Seilpfeile. Minen kosten zu viel. Blitzbomben kosten zu viel. Moospfeile. Ja, komm, kann ich mir davon einrichten. So. Okay, wir starten schon mitten im Gebäude. Für mich sofort ein Grund zur Speicher.
You have no idea what you're doing, do you? You raided their holy places and invaded their stronghold. Convinced that theft would be your salvation. You have staggered through your miserable life using deceit and violence. Always as the pawn of another. Cast aside by secluded scholars and criminal scum alike. Perpetually dangling from someone else's strings. You don't even know whose schemes you're truly serving now. Ja, du komischer Spaßvogel, du hältst dich für sehr lustig, indem du uns jetzt hier irgendwelche Wörter ins Ohr flüsterst und irgendwie nicht zum Punkt kommst. Ich hab keinen Bock, hier schon wieder zu sein, ey. Andererseits, lieber hier, als da, wo ich mit der Riesenspinne zu tun hatte. Wenn ich dahin hätte zurückkehren müssen, dann wäre vorbei gewesen. Ich zweifle, dass irgendjemand die Statue weggeräumt haben wird. Ich lese das mal kurz. Adepts, your work towards ensuring the safety of the ceremony is satisfactory. Our servants made their way into the inner sanctum and keep its guardians away. However, we cannot risk further interference. Those of you who do not join the procession shall secure the mansion by raising as many servants as possible and sealing the entrances. When the ritual is complete, we shall descend upon our conceited brethren at Highwatch Castle. Savor their defeat. It will be a mere appetizer to our long-awaited vengeance against the scum of our traitorous homeland, Azeran. Also, Adepten, eure Aufgabe, um die Zeremonie zu sichern, ist zufriedenstellend. Unsere Diener haben ihren Weg in das innere Heiligtum gemacht und halten die Wachen fern. Wie auch immer, wir können nicht riskieren, wir können keine weiteren Störungen riskieren. Deswegen sollten jene von euch, die nicht an der Prozession teilnehmen, das Anwesen sichern, indem sie weitere Diener herbeirufen. Ja, indem sie so viele Diener herbeirufen wie möglich und die Eingänge versiegeln. Wenn das Ritual vollständig ist, sollten wir zu unseren verstorbenen Brüdern in Highwatch Castle stoßen. Ja, rächt ihren Verlust oder errettet sie von ihrem Verlust, von ihrem Tod. Es wird ein großer Appetitmacher sein, der unsere lang erwartete Rache
oder unseren lang erwarteten Zorn, weiß ich nicht, gegen den Abschaum unseres verräterischen Heimatlandes sein, Azaran. Er hat auf alle Fälle nicht alle Nadeln an der Tanne. Mein Vorteil, ich bin lang genug in diesem Gebäude umhergesprungen, um zu wissen, wie der Grundriss von der Butze ist. Ich sollte schon die richtigen Tasten drücken. Komm, es wird mir doch wohl bitte irgendwie möglich sein. Los. Nicht, dass mich Zombies wirklich aufhalten könnten. Gemessen an dem, wogegen ich in diesem Spiel schon alles angetreten bin, sind Zombies echt harmlos. Und so gesehen tatsächlich eine willkommene Abwechslung. So, da wären wir also wieder. You've now learned the lesson that I taught Abubtiar in his final moments. His magic cannot defeat me, no matter what baubles are used. How exactly did you plan to sever your brand? Oh Gott, werde ich wieder gebeamt hier? But don't lose hope. Perhaps the spell being channeled inside me is the true source of your curse.
Why don't you see for yourself? Okay, wir haben neue Anweisungen. This can't all be for nothing. Explore the strange place and locate Azaran the Cruel. If he's using souls branded by the statue in his spell, surely he is the source of your curse. Okay, das kann nicht alles für nichts gewesen sein. Erkunde diesen merkwürdigen Ort und lokalisiere Azaran den Schrecklichen. Wenn er gebrandmarkte Seelen durch die Statuette in seinem Zauberspruch verwendet, dann ist er mit Sicherheit die Quelle allen Übels und auch deines Fluches. Okay, ich werde einmal kurz speichern, weil wir es bis hierhin geschafft haben. Hauptslot, fortfahren. So, das sieht natürlich alles wieder hochtrabend einladend aus hier. Ich sag lieber nicht, wie das für mich aussieht. Things are not going as planned. And I don't know if it's due to the ritual taking longer than expected or us underestimating the threat. Our defenders should have scared off the denizens of this realm for the time of the ceremony. But we are increasingly facing attacks just like during the first expeditions. The master will not doubt this be safe, guarded by his protector as well, as the magical barrier that only his most trusted disciples have the keys to shut down. But for mere adepts like us, there is no salvation should our last defenses fall. Also, die Dinge gehen nicht so wie geplant. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Ritual diesmal länger dauert, als es geplant war. Oder dass wir die Bedrohung unterschätzt haben. Unsere Verteidiger sollten die Widerstände dieser Dimension für die Zeit der Zeremonie ferngehalten haben. Aber wir stellen zunehmend Angriffe fest, genauso wie bei unseren ersten Expeditionen. Der Master wird ohne Zweifel sicher sein, geschützt durch seinen Beschützer, sowie durch eine magische Barriere. Wo nur die engst Vertrauten die Schlüssel haben, um sie herunterzufahren. Aber für Adepten wie uns gibt es keine Erlösung. Sollte unsere letzte Verteidigung fallen. Okay. Spannend. Ja, ich sehe auf alle Fälle, da vorne ist ein Weg. Ich weiß nur nicht, ob der irgendwo hinführt. Ja, tut er in der Tat. Aus diesem Grund nehme ich aber erstmal den blutigen Tunnel und speichere vorher nochmal. Habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. So, komme ich überhaupt weiter? Kann man da überhaupt lang? Nein. Gut, dass wir das geklärt haben dann. Gehen wir den Weg, den ich erst nicht gehen wollte. Sieht ja schon wieder einladendst aus. Was ist das denn bitte? There has to be a way. Azaran. He's the cause of all this. I have to stop his ritual. Das sieht der
hervorragendst aus. Der hat hier die ganze Festung. Was zum Donnerkuckuck? So, machen wir das ganze Licht aus hier. Stört sowieso nur. Ich bin tatsächlich lieber im Schatten. Also, dass da ein Zombie ist, das sehe ich. Sind die anderen auch Zombies? Ich gehe mal eben hier lang. Das scheint mir jetzt hier gerade so rein faktisch erstmal der sicherste Weg zu sein. Ich meine, ich kann mir denken, dass ich vermutlich nach da ganz oben muss, aber... Was ist das denn? Liebe Macher von The Black Parade, ich habe eine Frage. Und ich bitte darum, sie so ehrlich wie möglich zu beantworten. Was für Substanzen habt ihr genommen? Warte mal, bevor ich das Vieh angreife. Okay, es leuchtet schön, das ist super. Nur herausfinden, wie viel die fressen. Oder ob man sie überhaupt töten kann. Ich meine, er hat jetzt schon 15 Pfeile gefressen. Er alleine. Also, wenn ich mit 20 Breitkopfpfeilen und 2 Feuerpfeilen nichts ausrichten kann, dann, ja. Also, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, darüber, dass das da unten womöglich der sicherste Weg sein könnte. Ich suche mir einen anderen Weg. Shit. Er lebt noch? Also. Okay, da sind Schwarzmagier.
Ihr seid hässlich. Gucken, wie weit ich komme mit zwei Wasserpfeilen. Lachten ihr so dreckig? A fair warning for the initiated who must follow the path of the master in the realm of Mrityudeva. For la mort Dieu tilted axes and swung shut the cosmic doors. The rules of existence of this universe have lost their very foundations, and for imagination begot chaos, and the monstrosities, and for delusions may coalesce into tangible matter. They who must enter Mrityudeva should treat the way of the Zukushinse and clean the body out of excreta and impure thoughts before entering. Direct their inner eye upon the 12 symbols of reason, for where thoughts are weak, reality shall crumble. Peer not in the darkness for too long, for darkness excites the hidden cogitations within the subconscious and may bring forth obliteration. Let the thralls wander the lower heavens for their hylix forms, and thus unburdened by the laws of Teutanasia, and may it traverse unscathed. Wenn ihr das verstanden habt, beglückwünsche ich euch recht herzlich. Ich habe nichts verstanden. Es ging wohl irgendwie um irgendeine beknackte Welt. So, hier ist alles voll mit Schwarzmagie. Ich find's super. Nicht. Irgendwas gegen diese Viecher in der Hand. Ich habe kein heiliges Wasser mehr. Ich habe jetzt noch zwei Feuerpfeile. Diese fliegenden Viecher da finde ich irgendwie auch beunruhigend. Feuerpfeil lässt sich nicht beeindrucken.
voll vergessen. Ich mach den Spielstand nochmal. I can't do anything with this one. So, gespeichert ist ja. Ich guck mal, was passiert, wenn ich an dir vorbeirenne. Hi! Oh, hi! Okay, du bist echt gut, weißt du das? Okay. Alles klar, okay, an denen vorbeirennen ist keine Option. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren hier. Aber ich denke mir, ich habe vielleicht schon einen Fehler begangen, indem ich gerade mein komplettes Weihwasser verbraten habe. Get out! This is no place for you. Ich finde ja knuffig, wie die sagen, verschwinde von hier, das ist kein Ort für dich. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, Punkt 1, ich kann diesen Ort nicht verlassen, ich bin hierher gelockt worden. Und Punkt 2, die fühlen sich so toll, dass sie Schwarzmagier sind und können trotzdem in einem unbedachten Moment von mir mit dem Knüppel niedergehauen werden. So, hier steht natürlich auch so ein Zombie. Und ich kann mich nicht gut vor ihm verstecken. Ich werde mal auf dem dritten Slot speichern. Da drüben ist auch irgendwas wie eine Art Balkon. Bin gar nicht hier. So, mal gucken, wo mich der Weg hier hinführt. Gollum rennt mir natürlich brav hinterher. Was haben wir hier noch? Geister? Hi! Hab keinen blassen Dunst mehr, wo ich bin jetzt. Das sieht ja toll aus hier. Ich habe zwischendurch. Aha. Zwischendurch habe ich nochmal die Komplettlösung geöffnet gehabt. Damit ich hier nicht zu viel herumirre. Ihr wisst ja, das ist keine richtige Komplettlösung. Es ist eine Hilfe. Einfach nur. Hm.
Der riecht mich doch. Hau ab. Und die Sache ist halt, ich brauche wohl irgendwie drei... Wie wird das hier genannt? Necrotic Ingredients, also Nekroten oder schwarzmagische Zutaten. Und einen davon finde ich auf dem Altar, einen auf der oberen Etage und einen in Azarans Turm. Die Sache ist, ich weiß nicht, wo sich diese Orte befinden. Aber ich würde sagen, für heute reicht's erstmal. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden, wo sich diese Orte befinden. Und ja, ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Würde mich über nette Kommentare und auch Däumchen nach oben freuen. Und wer weiß, vielleicht sind wir in der nächsten Folge ja mit dem Spiel schon durch. Oder in der übernächsten. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, bleibt schön fluffig. Wir sehen uns und bis dann.